Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Pioneers of Pagonia. Banditen und Diebe machen uns nach wie vor das Leben hier schwer. Und ja, wir werden uns da so drum kümmern müssen. Das hatte ich ja schon in der letzten Folge angekündigt. Und ich probiere einfach mal, ob ich mit meinen Leuten, die hier hinten sind, da vorne hinkommen kann, wo die Banditen sind. Das wäre das Setzen eines Angriffspunkts und oh, ich glaube, da gibt es auch Probleme. Oder auch nicht. Ich werde jetzt darauf gewettet, dass das nicht geht, weil wir ja da außerhalb dieses Einzugsbereichs sind. Aber anscheinend nicht. Aber gut. Ich setze da mal den Pfeil dahin. Blende hier mal wie gewohnt. Ui, aus! Ui. Und dann schauen wir mal, ob unsere Leute sich auf den wirklich weiten Weg machen. Da kommen sie angerannt. Hochmotiviert. Das ist Motivation, Leute. Das ist Motivation. Da sind auch schon welche von uns. Ah, die perzen da durch, als wenn das nichts wäre. Da ist irgendwo, Aldi hat wieder irgendwelche billigen Laptops im Angebot. Da wollen die hin. Oh, das war Werbung. Oh, shit. Oh, das war nicht gut. Oh, 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 ich zieh das zurück. Verdammt. Geht mich hier um Kopf und Kragen. So, da kommen sie an, gewetzt. Die Herrschaften, die wissen hier noch nicht, was ihnen unter Umständen blüht. Vielleicht auch gar nicht. Die sind wahrscheinlich vollkommen außer Atem jetzt sein. 10.000 Meilen gerannt. Fix und fertig. Ende mit der Welt und so. Und stürzen sich jetzt auf die Banditen. Da hast du auch schon den ersten von meinen Leuten erwischt. Es geht auch noch mit den Banditen so ein bisschen an den Kragen. Die Elite-Leute, die machen natürlich wieder Ärger, logischerweise. Aber dieses Lager ist Geschichte. Immerhin, immerhin. Es gibt da vorne aber noch eins. Moment, gut, das ist jetzt aber... das war richtig. Dann würde ich vorschlagen... Die sind da, da sind die Banditen. Ich versuch's mal. So, erste Abteilung ist unterwegs. Das ist der zweite Osten. Da gehe ich auch mal ran. Und die dürfen sich auch belustigen. Oh, 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 oh. Oh, das war's schon. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Gut, hier ist aber... Na, was, noch einer? Drei? Ei. Moment. Jetzt oder nie. Wenn, dann machen wir hier richtig Rabatz. Ich glaube, das war der hier, ne? Ja. Cool. Moment. Brauchen wir die noch? Vorsichtshalber. Vielleicht ist das mit der Geschichte, oder? Ich sehe hier. Da hinten ist noch irgendwo einer. Deswegen. Ich muss schon sagen, muss das Lager noch nicht weg. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Gut. Die Banditen sind Geschichte. Hier haben wir ein Mausoleum. Gut, das greifen wir nicht an. Hier gibt es Stein. Jede Menge Stein und Kalkstein, aber im auffälligen Turm. Ich sehe ja kein Eisen. Das alte Problem. So, dann schicke ich meine Leute mal wieder zurück. Oha. Da hat es ein bisschen... Ja, hat es ein bisschen... Leute gekostet. So, habe ich das richtig gemacht? Ja, doch schon. So. Hier habe ich noch wieder Ansendedaten rum existieren. Okay, dann sind wir die Gesellen schon mal los. Was natürlich auch die Notwendigkeit einschränkt, dass ich noch weitere Soldaten und so weiter brauche.
Aber wir haben noch Diebe, ne? Wir haben also noch jede Menge anderen Ärger. Ist das nichts mehr? Da ist auch nichts mehr auf Tasche, dann kann das weg. Bei der Gelegenheit, da wird produziert. Hier ist noch ein bisschen was zu produzieren, aber die sind kurz davor, dass wir auch nichts mehr brauchen. Okay. Jetzt muss ich nur noch Kohleproduktion kontrollieren. Da wird Kohle abgebaut. Hier wird Kohle abgebaut. Da habe ich auch noch einen entsprechenden Tagebau. Das sind die drei. Okay. Nicht viel, aber der Mensch freut sich. So. Naja, ich hatte doch so auf Verdacht auch ein Lager errichtet, mit Dingen gegen Eisen und so. Oh. Oh. Okay. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Reserve noch für den Fall des Falles. Das wollte ich bei der Kohle vielleicht auch machen. Mal so ganz nebenbei bemerkt. Wäre keine schlechte Idee. Glaube ich. Dann setze ich das Teil direkt mal hier so hin. Bergbau und Kohle darf es sein. So. Wie sieht es mit gewissen anderen Dingen aus? Ich habe jetzt hier, bin ich auf 87 schon mal rauf. Das mit dem Werkzeug. Ich hatte doch hier genau die Produktion von Mann, glaube ich, angestoßen. Holzwerkstatt. Der ist mit seinen Sachen soweit fertig. Genau, wie viel habe ich davon jetzt? 15, das ist cool. 43 wackeln? Echt? Könnte sein, dass vielleicht Waffen jetzt genügend vorhanden sind. Bin mir nicht ganz sicher. Dann haben wir hier einen Wachturm rum existieren, der im Prinzip keinen Sinn mehr macht. Was rennt da rum? Wachen. Ich glaube, der hat seine Funktion, hat er überlebt. Das kann ich also abreißen. Jupp. So, dadurch kommt wieder etwas Personal auch frei. Und ich hatte hier einen Wachturm richtig in Auftrag gegeben. Der hat auch schon seine Grenzsteine bekommen. Aber ich sehe hier von den Leuten noch nichts rum existieren. Warum ist das so? Ich meine, ich habe eigentlich genügend Leute, die nichts zu tun haben. Mittlerweile in dem Bereich. Ach so, vielleicht in denen hier. Nicht. Das kann sein. Das kann sein. Da will ich jetzt gar nicht. Günstig, das dann so zu machen. Entsprechende Lanzen habe ich noch. Das sieht ganz gut aus. Ach ja, ich hatte hier noch diese eine Geschichte offen. Bauwesen, Baustellencamp. Moment. Wir haben hier, sage ich mal so, unser Zentrum. Dann wird hier noch so ein bisschen gebaut unter Umständen, das ein oder andere. So in diesen Außenbereichen, dann würde sich hier wahrscheinlich ein Baustellencamp wäre wahrscheinlich sinnvoll. Wo sind die jetzt wieder? Hier anscheinend nicht. Bearbeitung? Kann ich mir nicht vorstellen. Du wirst von Dieben angegriffen. Ah ja, die gibt es ja immer noch. Wo gibt es jetzt wieder diese Baustellen? Camps, Handelsposten, Handelslager, bla bla bla. Das ist alles Lager. Keine Ahnung. Ich kann es mir aber nicht merken. Militärcamp, Garnison. Holz und Stein ist nicht Baustellen. Holz und Stein weg wieder. Komm. Habe ich wahrscheinlich auch schon dutzendmal gesagt. Ist jetzt das Ding einfach mal hier so hin? Nur da eins. Wir haben aber auch hier noch so einen Bereich, wo unter Umständen vielleicht auch noch der ein oder andere, man weiß es nicht, Ausbau vielleicht erfolgen kann.
Von daher. Lass uns doch einfach hier dann auch noch eins errichten. Was wir haben, haben wir. Abreißen kann ich immer noch. So, das wäre der Bereich. Das mit den Werkzeugen scheint irgendwie nicht. So, Banditen greifen immer noch an. Ich habe da. Was? Da habe ich noch ein Banditenlager? Hier habe ich auch Banditen. Wo sind die denn jetzt? Okay. Da sind, glaube ich, die Diebe, ne? Ja, da habe ich die Diebe, da habe ich die Banditen. Hey, 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 hey. Es nimmt kein Ende. Ja, die Insel ist auch relativ groß. Ja, wir haben hier noch so ein bisschen was zu erkunden. Der Bereich ist noch vollkommen unbekannt. Apropos unbekannt, brauche ich nochmal einen Entdecker. Entdeckerposten. Kannst du, könnt ihr, würdet ihr vielleicht unter Umständen hier so ein bisschen rum, hier so ein bisschen rum entdecken? Ich hoffe, das ist nicht verkehrt. Stehlen hier sogar noch Sachen. So, Holzwerkstatt. Oh, das war mir entgangen. Ich hatte schon zwei. Ups. Ich glaube, da war ich so in dieser Richtung. Ich brauchte unbedingt Holzschilder und dergleichen. Und Fackeln und so. Das war, glaube ich, der Hintergrund. Ja. Ja. Ich weiß doch auch nicht. Abenteuergilde, wie sieht's da aus? Die haben 16 Fackeln. Lasst uns doch ein Lager bauen. Oder vielleicht zwei. Da ein Lager. Nein. Namdus, was machst du? Konzentrier dich bitte. Sei bei der Sache. So. Holz. Okay. Fackeln werden zwar in der Holzwerkstatt hergestellt, fallen aber nicht unter Holzprodukten. Die fallen unter Waffen. Gut. Kann man so stehen lassen, glaube ich. Dann sollen die mal so 10 Fackeln machen. Und meinetwegen nochmal so davon 5. Und Moment, das andere. Dann machen wir das gleiche. Ich habe jetzt im Augenblick nichts, wo ich sagen würde, ist das unbedingt erforderlich. So, ja, das mit dem Werkzeug. Da müssen wir uns auch mal so ein bisschen drum kümmern. Das Rüstungsschmiede. Hier ist erstmal. Schmiede. Genau. Wir haben. Ja, da habe ich von 10 hergestellt. Wahrscheinlich wieder zu dumm, den Auftrag zu verstehen. Daran wird's scheitern. Das sehe ich schon kommen. Also, stelle Werkzeuge her. Stelle jegliche 10 Werkzeuge in der Werkzeugschmiede her. Das würde jetzt erstmal für mich bedeuten, ich muss alle machen. Ja, jegliche. Entscheide selbst, welche Werkzeuge dir bald fehlen könnte und stelle insgesamt 10 her. Habe ich gemacht. Also so wie ich das verstehe, von der Auftrag her, erst heißt es ja jegliche. Gut, jegliche heißt nicht alle. Jegliche heißt also von allen Werkzeugen, die sozusagen angeboten werden zur Herstellung, soll ich mir wenigstens eins aussuchen. Ja, also entscheide selbst, welche Werkzeuge dir bald fehlen könnte und stelle insgesamt 10 her. Ich habe 10 Hämmer hergestellt. Und wo ist das Problem? Warum wird das nicht anerkannt? Weil das wieder falsch ist. Da was? Übrigens mal Bubelblasen. Wir brauchen für die Werkzeuge Kohle. Ja, mit Kohle ist so eine Sache. Und Holz. Was anderes sehe ich hier jetzt erstmal nicht. Ne, ist auch richtig. Ne? Wir brauchen dafür Kohle und Holz. Irgendwie in diese Richtung. So, dann würde ich sagen. 10, 10, 10, 10,
10. Wenn das jetzt auch nicht funktioniert, weiß ich auch nicht. Ja, also ich habe jetzt, also das ist jetzt, wenn der hat jetzt zu tun, kann jetzt erstmal sich da austoben. Der kann irgendwann fertig werden, ist mir egal. Aber, läuft. So. Steinmetz ist, da ist alles in Ordnung noch. Waffenschmiede und so weiter, das pausiert im Augenblick immer noch. Wie sieht es hier aus? Ich habe immerhin noch 16 Schwerter hier rumliegen, 16 Schilde und 11 Rüstungen sowie 8 Eisenlanzen. Okay. Folgender Vorschlag. Die stehlen mir hier schon wieder Sachen, so wie war das? 8 Pflanzen, würde ich sagen, mein lieber Freund. Mach doch mal so 8 Pflanzen. Da haben nix. Da hat aber noch Eisenschwerter auf Tasche. So, dann, was war das andere? 11 Rüstungen. Rüstungsschmiede ist hier. Dann macht er 5. So, ja, das meine ich jetzt, dass ich jetzt wirklich gezielt hingehe und dann gucke, ne, wie viel haben wir hier? Sind wir hier mal auf 16 noch? So, und das ist so jetzt die Idee, die Überlegung. Und dann werden die entsprechenden Stellen halt, ne, das war doch richtig, das zu pausieren. Das ist hier genauso wie mit der anderen Geschichte hier, ne, wo ich mich so fürchterlich vertan habe, hier mit der Schneiderei. Und ich mich hier mit der leichten Rüstung total vertan habe, wo ich dachte irgendwie so, ja, ich hier kein Leder. Ja, ich bekam kein Leder, weil ich hier nichts angefordert habe in Bezug auf diese Produktion, ne, oder für diese Produktion von Leder. Und hier hält sich das also, verhält sich das genauso. Also hier, die bekommen also wirklich nur dann die Sachen geliefert, wenn sie die auch brauchen. Wäre cool. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Alles klar. Ja. Sieht nicht schlecht aus. Ich hätte doch noch eine. Da. Okay. Meine Idee war doch nicht verkehrt. So, hier haben wir einen Wachturm, der irgendwie nichts mehr zu tun hat. Halte ich persönlich für ein Gerücht. Aber hier scheinen keine Diebe zu existieren. Problem ist, Moment, ich könnte den ein bisschen weiter nach hier vorne. Da hab ich auch schon noch einen. Nee, Moment mal, der ist nicht von mir. Das ist kein Wachturm von uns. Das sind die Nachbarn. Moment. Hier habe ich Soldaten rum mit patrouillieren. Achso, das sind die Kollegen und die Kollegen. Da habe ich jetzt noch 5. Und hier habe ich 10. Und der hat nichts mehr zu tun. Okay. Also zu tun hätte er schon. Nur es ist nichts mehr in seiner Reichweite. Oh, wow. Wenn ich den hier hinsetze. Komme ich da dran irgendwie? Das sieht gut aus. So. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Da habe ich nur noch 5. Was
die Akademie. Hier habe ich wieder mein Camp. Ist da irgendwer irgendwas untergebracht? Hier habe ich 13 normale Wachen. 8 Veteranwachen. Okay, immerhin. Ansonsten ist hier Tote Rose. Das heißt, ich brauche wenigstens 5 weitere Soldaten. Ja. Heißt, ich müsste jetzt hier hingehen und von den Kollegen 5 rekrutieren. Das machen wir auch. Und dann schauen wir weiter. So. Hier sieht es wie folgt aus. Hier habe ich 9 Waldläufer rum existieren, die sich gerade auf irgendwas stürzen. Die. Okay. Ich müsste wenigstens einen weiteren Waldläufer fordern, damit ich darauf 10 komme. Boah, was ist denn hier los? Wo kommen die alle her? Was? Moment. Noch nicht gewettet. Aber sowas von macht ihn nieder. Dort geht es den Dieben ein klein wenig an den Kragen. Damit haben die jetzt nicht gerechnet. Nun gut, nun gut, nun gut. Hier habe ich 8 Veteranensoldaten. 2 weitere sind auf dem Weg. Okay. Hier habe ich... Achso, das waren die mit den 9. Okay, okay, okay. Und hier habe ich nur noch 6, das heißt, ich brauche noch 4 weitere. Erstmal. Wir gehen jetzt hier Schritt für Schritt voran. Ich muss ja so ein bisschen Übersicht für mich persönlich hier verschaffen. So, das sieht gut aus. Die sind komplett. Und hier werden noch eifrig schon die Grenzsteine verschoben. Auch das ist cool. Sehr gut. Da wird gebaut. Und vielleicht ist es keine falsche Idee. Hier. Hier irgendwo noch so ein Wohnhaus hinzurichten. Ein Holzbarocken, Werkstein. Hier vielleicht so in dem Gebiet. Mal so ein bisschen für Personal sorgen. Zukünftiges. Ist, glaube ich, keine schlechte Idee. So, das haben wir. Damit gebaut. Das hat ganz schön den Gegnern Leute gekostet. Das ist cool. Ja. Was nicht cool ist, dass es immer noch die mit dir sich durchkämpfen können. Die unentdeckt bleiben. Die müssten doch euch hier irgendwie aus dem Gebiet gekommen sein, ne? Wenn ich das nicht sehe. Oder täuscht das? Ich glaube, das täuscht nicht. Das nächste Diebeslager kündigt sich an. Und hier gibt es auch noch Banditen. Es nimmt kein Ende. Es nimmt einfach kein Ende. Wie lange soll das hier noch gehen? Vor allen Dingen. Da hinten ist Eisenerz. Wow.
hauptsächlich Stein, baufälliger Turm. Problem ist, ich habe hier diesen netten Ort dazwischen, der mir nicht gehört. Ja. Verbessere deinen Ruf bei allen pagonischen Fraktionen auf der Insel zu Freund oder höher. Verbessere deinen Ruf, indem du ihnen hilfst und ihre Aufgaben erfüllst. Habe ich da schon irgendwie? Stelle Mausoleum fertig. Liefere Waren. 105 Einheiten Kohl. Ja, ich glaube, das ist die nächste Geschichte, die wir hier anstoßen. Ein Moment. Handel. Lagerhaus, Schatzkammer, Handelslager, Unterkunft brauche ich nicht, aber ein Handelsposten, der wäre nicht verkehrt. Ein Handelsposten. Wir haben hier die Kollegen rum existieren. Dann würde sich hier, glaube ich, so ein Handelsposten ganz gut machen. Behaupte ich einfach mal. Den setze ich mal hier so hin. So, wir brauchen Kohl. Lagerhaus. Lagert überschüssige Waren ein, sobald Warenausgangslager voll sind. Oder lagert individuell ausgewählte Warentypen. Hat Platz für je 65 Stück und bis zu 8 verschiedenen Warentypen. Wie groß ist das Ding? Wir bauen es einfach mal. So. Wir brauchen Kohl. Irgendwann mal. Kategorievorlagen. Benutzer definiert. Wie du weißt. Baumaterial. Werkbaulager. Werkzeuglager. Abenteuerlager. Militär. Und das habe ich gesehen. BOP. Interessant. Ich will. Genau. Etwas in dieser Art. Und Kohl. So. Wähle alle Stapel, um sie auf einmal zu bearbeiten. Achso. Nee, brauche ich nicht. Das ist, machen wir hier so zwei. Man kann das auch direkt auswählen. Oh, das ist cool. Wähle diesen Stapel aus und bearbeite mehrere Stapel auf einmal. Ach so, ach, das ist die Priorität. Stehe. Okay. Ja, die müssen das erst sowieso bauen, dann schauen wir mal. Wie viel war das jetzt da? Warte. Schon wieder vergessen. 105. Das reicht. Stelle Kupferstatue fertig und wir müssen das Mausoleum fertigstellen. Kann ich da irgendwo hin? So direkt? Nee, das geht nicht. Ein Dieb hat wieder zugeschlagen. Diesmal hier in dieser Ecke. Finde ich nicht gut. So, ach ja. Wie sieht es hier mit dem Lager aus? Kohle, das ist sehr gut. Das ist hervorragend. Das freut mir. So, da habe ich Stein, hier habe ich Stein. Stein und Bein. Ich habe drei Wachtürme hier rum existieren. Da sind Soldaten, hier habe ich Soldaten und da habe ich. Ah, alles klar, okay, nee, ist richtig. So, und die machen Folgendes. Die sind damit in genau der Geschichte beschäftigt. Habe ich da einen entsprechenden Angelhaken gesetzt. Ich würde sagen, wir setzen den mal hier so hin. Und damit wir dieses Gebiet dann auch für uns erschließen können. Ja. Aber außer Stein ist ja nichts. Ich meine, immerhin, wir brauchen natürlich auch Steine, gar keine Frage. Oh, und ich bin schon... Meine Güte, nee. Halbe Stunde. Ja, dann würde ich mal sagen. Sorry, etwas Überlänge heute. Direkt die zweite Folge.
Danke, danke, danke fürs Begleiten bis hierhin. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen lieben Dank, wie gesagt, für eure Unterstützung, für deine Unterstützung. Freut mich sehr, dass ihr nach wie vor dabei seid. Macht's gut, genießt die Zeit. Bis bald.